So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video. Keine Sorge, ich sehe richtig gut aus. Ich habe es leider nicht geschafft, mich für euch umzuziehen. Ich habe mein rotziges Hemd wieder an. Ja, jetzt, wenn es wieder alle sagen, oh, er hat wieder das gleiche Hemd an. Nein, Leute, dieses Hemd ist gewaschen. Ich habe es ja in zweifacher Ausfertigung. Ja, es sind beide gewaschen, es sind beide im Schrank. Das habe ich jetzt heute frisch angezogen. Es fühlt sich einfach auch so kurzärmlich besser an, wenn man wenigstens ein paar Stunden schläft. Vor allem, ich bin ja auch berufstätig. Ich habe mehrere Berufe und den Hauptberuf und zwar jetzt erledigt gehabt heute und habe mich danach noch ein bisschen aufs Ohr geschmissen. So, jetzt bin ich da und jetzt ist sozusagen mein wohlverdienter Feierabend. Abend gegessen habe ich schon und mein Bier läuft auch wieder. Also Bier gehört auch einfach dazu. Und jeder hat gesagt, Leon, der bayerische Ding, der trinkt zwar eine Maß Bier mit zwei Händen. Nein, ich trinke es mit einer Hand, Leute. Mit so einem schönen Mosskrug von Tucher. Steht auch hier drauf. Tucher. Die Tucherbräu. Und hier habe ich sie auch, die Tucherbräu. Ich kann es mal ein bisschen heller machen, das Licht. Hier habe ich auch sogar eine Flasche Urbräu hell von Tucher. Und schmeckt sehr, sehr gut. Und die Tucher hat mich bereichert. Die hat mir ein Geschenk gegeben. Ja, und das ist das Geschenk hier. Ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal auf, was die Tucha mir da geschenkt hat. Ich muss gucken, dass wir das rauskriegen. Irgendwie. Ja. Ich will auch nichts kaputt machen. So. Dann haben wir jetzt hier eine Weihnachtsbaumkugel. Eine Weihnachtsbaumkugel, wo Tucher draufsteht. Genau, eine Weihnachtsbaumkugel, eine Weihnachtskugel, wo Tucher draufsteht. Die wird dann auf jeden Fall an meinen Weihnachtsbaum gehangen. Dieses Jahr. Die Tucher. Schön, ne? So, packe ich das mal wieder ein, weil die ist sehr, sehr, sehr was wert. Und ist auch ziemlich stabil. Aber fallen lassen würde ich sie trotzdem nicht, weil es wäre mir doch da echt zu schade. So, jetzt werden wir das wieder verpacken, so wie es auch da drin war. Ich glaube, so war es rum, ne? Wieder schön einpacken, dass auch nichts passiert. Ja. Soll ja auch noch halten, bis der Weihnachtsbaum kommt. So, genau. So, jetzt drehen wir das nochmal rum, dass hier die Tucher hier rausblendet. Ist das auch noch krumm und schief da drin. Ich muss das jetzt mal wieder aufmachen. Jetzt ist diese Kugel nicht. Genau, jetzt ist die Kugel richtig. Und jetzt können wir das so richtig schön da reinmachen. Das hier oben drauf, machen wir das zu. Achso, das muss ja da oben noch raus, siehst du. Hätte ich sogar falsch gemacht, siehst du, das muss ja noch dadurch gefädelt werden. Die Tucher, genau. Und dann mache ich hier das Ding wieder zu. So. Müssen wir ja aufbewahren, bis dann der erste Weihnachtsbaum kommt dieses Jahr. So, jetzt ist er wieder drin, die Weihnachtskugel von der Tucher. Genau. Also bin sehr, sehr erfreut über dieses Geschenk. Also sowas finde ich als Geschenk richtig cool. Freue ich mich darüber, das kann ich wenigstens verwerten, das finde ich echt top. Also so von der Brauerei, Tucher, eine Weihnachtskugel, richtig schön. Gefällt mir natürlich persönlich sehr, sehr gut. So, ja, dann habe ich mir in diesem Video überlegt, erst einmal, um auch darüber zu reden, ich bin ja so ein sogenannter Biertrinker auch. Ich trink mal gerne Bier und ich möchte auch einfach die bayerische Kultur auch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Na, Hamburg zum Beispiel, und zwar die Stadt Hamburg, und zwar die kennt ja
diesen bayerischen Slang nicht, die wissen gar nicht, und sagen, wie es in Bayern zugeht. Na, und ich habe auch jetzt mal überlegt, dass ich auch mal ein bisschen so auf die Stadt eingehen möchte, weil sozusagen viele schon gesagt haben, ja, ich, der Leon, sozusagen, der würde nur in so einem kleinen Dorf leben oder so. Nein, ich lebe nicht in einem Dorf. Die Stadt Erlangen ist sozusagen auch eine etwas größere Stadt. Und ich habe da über die Stadt Erlangen, und dazu komme ich jetzt, ein paar tolle Dinger vorbereitet. Und zwar kann ich jedem ans Herz legen, hier der historische, hier historischer Weihnachtsmarkt, Neustädter Kirchplatz Erlangen, historischer Weihnachtsmarkt vom 21.11. bis 24.12. Nee, bis 23.12. Jetzt habe ich mich vertan. Also nochmal, vom 21.12. bis 23.12. historischer Weihnachtsmarkt in Erlangen auf dem Neustädter Kirchplatz. Genau. So sieht es aus, und ich lese euch da jetzt davon mal ein bisschen was vor. Von Montag bis Donnerstags von 10:30 Uhr bis 21 Uhr, Freitag und Samstags 10:30 Uhr bis 21:30 Uhr und Sonntags von 11 Uhr bis 21 Uhr. Genau. So. Dann auf unserem historischen Weihnachtsmarkt findet ihr Artikel aus Naturseife, Artikel aus Olivenöl, Artikel aus Olivenholz, Bio-Glühwein vom Winzer, Feuerzangenbowle, handgemachte Naturkosmetik, Hanffladen und Hanflebkuchen, Hanftaschen, Imbiss und Ausschank, Kinderkarussell, dann Lederwaren, Mittelalt, Armbrustschießen und Dosenwerfen, Musikinstrumente und Kunsthandwerk, Textilien und auch Felle, dann Recyclingtaschen, Schmuck, Süßwaren, ungarischen Langos, Wolle und Wolljacken. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Markt. Kann ich nur empfehlen, geht mal auf diesen wunderschönen Markt. Und wenn ihr mich da mal trefft, ich trinke mit euch gerne eine Tasse Glühwein. So. Gut. Dann habe ich hier den Hauptweihnachtsmarkt, Erlanger Waldweihnacht. Da habt ihr auch schon gesehen, da habe ich einen Rundgang gemacht vom Aufbaublock. Der Aufbaublock ist jetzt beendet, und zwar jetzt geht es ja schon los. Der Weihnachtsmarkt läuft ja schon. Und so sieht der Flyer aus. Und der ist ja riesengroß. Wenn ich den jetzt hier mal so aufmache, dann sieht man hier den Plan. So wird der Weihnachtsmarkt aussehen. Genau, so wird er aussehen, der Markt. Also, ich hole es mal näher ran, so könnt ihr es euch jetzt mal angucken. Schaut auch ganz gut aus. Und was es da so gibt, das möchte ich euch jetzt gerne mal vorlesen. So, mal gucken, wo jetzt dieses mit diesem Plan war. Also, man findet auf der Erlanger Waldweihnacht, findet man Hartig Mandelbrennerei, Olivenholz, Schlemmerhütte zum Glockenwirt, Schokohütten, süße Speisen, Glaswaren, der wachsende Kalender, Silberschmuck Aurelie, Rudolfs Waldhäusler, Märchenhängekarussell, Wolle, Leder, Holz und Silber, Seidenwaren, Christbaumschmuck, Waldhütte am Glühweineckler, Rudolfs Konfisere, Spiel und Forst und Kunst, Forsthaus Grillspezialitäten, Haus der Wichtel, Ehrenamtsstände, Kerzenwerkstatt, Schaf- und Lammfelle, Waldschenke am Schloss, Lebkuchenhaus, Maroni-Häuschen, Töpferei, Keramik, asiatisches Kunsthandwerk, Holzspielzeug, feine Destillate, Krippen aus dem Grödnertal. Genau.
Das ist auf dem Erlanger, auf der Erlanger Waldweihnacht zu besichtigen. Die geht vom 21.11. bis zum 24.12. Ist geöffnet von Montag bis Donnerstags von 10 bis 21 Uhr. Freitag und Samstags von 10 bis 21.30 Uhr. Sonntags ab 11 Uhr bis 21 Uhr. Und am 24.12. von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Eröffnung Montag vor dem ersten Advent. Stadt Erlangen, Weihnachtsmarkt. Da werde ich auch öfter sein. Es gibt auch richtig ein tolles Musikprogramm, was ich euch ans Herz legen kann. Zum Beispiel am 21.11., also Montag, das war also heute. Heute spielt von 18.30 Uhr bis 21 Uhr, also bis jetzt. Hat gespielt Rudi und Stefan. Dann von morgen gibt es von 18.30 Uhr bis 21 Uhr zwei Friends. Dann am Mittwoch von 18.30 Uhr bis 21 Uhr kommt Wilder Pilger, Gitarrist und Sänger. Genau. Und alles Weitere, und dann müsst ihr euch mal selber durchlesen. Genau, dann haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier weiter aufmachen, auch richtig tolle Gäste auf dem Erlanger Weihnachtsmarkt. Und zwar am 28., also am Montag, den 28.11. von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, das Nürnberger Christkind besucht die Erlanger Waldweihnacht, spricht den Prolog und verteilt leckere Süßwaren, Erlanger Weihnachtswichtel auf der Bühne. Danach kommt der Posaunenchor Frauenaurach. Und von 18 Uhr bis 21 Uhr spielt Wulli und Sonja. Also, lieber Wulli, liebe Sonja, und zwar freue ich mich, dass ihr wieder spielt. Sind echt wunderbare Menschen. Ich feiere diese Menschen so sehr. Die haben, wo es uns allen nicht so gut ging, und zwar wo ja auch die Zeit war, wo keine Karwa stattfinden durfte. Nicht einmal die Bergkarwa, haben die so ein schönes Lied über die Bergkarwa gemacht. Es hat mir die Tränen ins Auge geschossen. Danke dafür, ihr habt so ein weiches Herz. Ich freue mich, euch da echt zu besuchen. Also am Montag, 28.11., bin ich auf dem Weihnachtsmarkt in Erlangen. In der Zeit von 17 Uhr bis 21 Uhr werde ich auf jeden Fall da sein. Gut. So. Natürlich, und zwar Weihnachtsmarkt, echt top. Also ich werde da sein. Montag bin ich auf jeden Fall da und die anderen Tage gebe ich euch dann Bescheid. Und jeder, der mich da treffen will, und zwar jederzeit, ich habe immer ein offenes Ohr für all meine Fans und für meine Zuschauer. Und wenn ihr kommt, na klar, und zwar trinke ich mit euch ein Glühweinchen. Das ist doch, wenn ihr keinen Glühwein vertragt, das gibt auch eine heiße Schokolade. Und wenn ihr jemand seid, der jetzt und zwar mal Bier verköstigt, der kann auch gerne ein Weihnachtsbier haben. Gibt es ja auch, ein Weihnachtsbier. Ist dann mehr so eine Mischung aus Orangen und Zimt, ne? Und zwar mal so, wisst ihr mehr. Ich werde jetzt auch bald euch ja mal ein Weihnachtsbier vorstellen von der Tucher. Ich kriege ja auch zwar mal ein Weihnachtsbier von der Tucher, und da werde ich euch das vorstellen, wie so ein Weihnachtsbier schmeckt. So viel zum Weihnachtsmarkt. Ich werde auf jeden Fall da sein. So, jetzt kommen wir mal weg von den ganzen Weihnachtsmärkten. Ich habe, und zwar ein sogenanntes, sage und schreibe für euch noch etwas im Petto. Jetzt muss ich gucken, wo sich das alles hin verlagert hat. Denn das werden wir brauchen. So. Und zwar habe ich jetzt hier einen Flyer von der STW. Und auf diesem Flyer hier steht drauf Kliniklinie. Und ab dem 1. Januar 2022 Kliniklinie. Gratis, aber nicht umsonst. Ab 1. Januar fahren Sie gratis mit der Kliniklinie. Aber umsonst ist das Fahren mit den kleinen Bussen nicht. Denn sie schützen das Klima und entlasten die Innenstadt. So, die Nutzung dieser Linie ist ab 1. Januar 2022 kostenlos.
Fahrgäste, die nicht schon im Besitz eines gültigen Fahrscheins oder Abos sind, bekommen einen Fahrschein für 0 Euro als Fahrtberechtigung beim Fahrer. Wir müssen nämlich unsere Fahrgäste zählen. Die kostenlose Kurzstreckentarif gilt natürlich nur für Fahrten zwischen den Haltestellen der Kliniklinie 299. Sie startet und endet am Busbahnhof und führt über den Martin-Luther-Platz zu den Unikliniken, weiter über den Lorlebergplatz zum Zollhaus und über die Schiller und zur Hindenburgstraße. Die Rückfahrt entspricht ab der Haltestelle Kliniken Maximiliansplatz der Hinfahrt. Die City-Sprinter fahren im 10-Minuten-Takt von Montags bis Freitags zwischen 5 Uhr und 20 Uhr, am Samstag von 9 bis 20 Uhr und Sonn- und Feiertags von 10 bis 16 Uhr. Die kleinen Busse bieten 14 Sitz- und 10 Stehplätze sowie einen Rollstuhlplatz und sind somit barrierefrei. Haltestellen der Kliniklinie 299: Lorlebergplatz, Schillerstraße, östliche Stadtmauerstraße, Kliniken Maximiliansplatz, Lollebergplatz, Zollhaus, E-Werk. Genau. So ist das alles aufgeteilt. Und um euch jetzt die ganzen Haltestellen zu sagen, in der richtigen Reihenfolge, es geht los. Die ganzen Haltestellen von der Linie 299, die Kliniklinie. Erlangen Busbahnhof. Dann Erlangen E-Werk. E-Werk heißt die Haltestelle, das ist aber die Diskothek. Ne? Und die Diskothek nennt sich E-Werk, genau. Zum E-Werk, vom E-Werk fährt die dann Richtung Erlangen-Martin-Luther-Platz, dann Erlangen-Maximilians-Platz-Kliniken, dann weiter in die östliche Stadtmauerstraße, dann zum Lorlebergplatz, dann zum Zollhaus, dann in die Schillerstraße und dann zur Hindenburgstraße. Und dann geht es wieder zurück, Maximiliansplatz-Kliniken, Martin-Luther-Platz, E-Werk und dann wieder Busbahnhof. Also in diesem Kreis fährt diese Linie. Und die ESTW-Linien schauen so aus. Kann ich hier mal näher ranhalten. So sehen die Sprinter aus. Die sind richtig schön. Die kann ich euch demnächst nochmal bei Tageslicht zeigen. Dann werden wir die bei Tageslicht mal fahren, außer nachts. Und hier natürlich die kostenlose Kliniklinie. Und so sehen die anderen Busse aus, die rumfahren. Und zwar die Ivecos. Also es sind zwischen Mercedes und Iveco unterwegs. Kann ich nur empfehlen. So. Das ist zum Beispiel eine neue Linie, die Erlangen reinbekommen hat. Die ist ganz neu. So. Natürlich gibt es auch noch ganz wichtig, natürlich auch die Fahrpreise. Ne? Erlangen, die Stadt Erlangen hat seine Fahrpreise und da möchte ich euch auch mal so einen kleinen Einblick geben. Aber auch die Fahrpreise von Nürnberg, Fürth sind ja mit dabei und auch für Forchheim. So. Genau. Okay, also so sieht das Ganze erstmal aus, wenn man es aufmacht. Dutzende Preise, wie man hier sehen kann, eine Preisliste, jetzt sind wir jetzt einmal richtig schwindelig. Aber ich lese euch jetzt mal die Tarife vor von Erlangen und das ist die Tarifpreisstufe C. So, Einzelfahrkarte erwachsen, 2,17 Euro. Natürlich online. So. Also Online-Preis, also im realen Preis liegt die ungefähr bei 2,20 Euro. So. Dann Einzelfahrkarte für Kind, online 1,07 Euro und in Realität im Bus 1,10 Euro. Denke ich jetzt mal. Oder steht es hier mit bei? Halt, Korrektur. Leute, Korrektur. Ich habe mich doch verlesen. Kann passieren. So. Also, Einzelfahrkarte online in Erlangen. Der Preisstufe C kostet 2,17 Euro. Einzelfahrkarte online 1,07 Euro. Die Einzelfahrkarte im Bus kostet 2,50 Euro. Und die Einzelfahrkarte im Bus kostet 1,30 Euro. Ein Viererticket kostet zusammen im Bus 8,70 Euro und für ein Kind 4,30 Euro. So, dann ein Tagesticket solo, also für ein Tagesticket für eine Person, kostet in Erlangen 5,10 Euro
und ein Tagesticket plus, da kann man noch eine weitere erwachsene Person mitnehmen und auch ein Kind mitnehmen, kostet 8,30 Euro. Genau. Und alle weiteren Dinge brauche ich gar nicht vorlesen. So, da erkundigt euch einfach selber, ein bisschen Spannung muss hier noch drin sein. Dann, wer von Erlangen nach Nürnberg fahren will, der denkt, das ist teuer. Und nein, so teuer ist es nicht. Also eine Einzelfahrt nach Nürnberg kostet, wenn man sie jetzt am Automaten kauft oder beim Bus kauft, 5,30 Euro. Und ein Kind zahlt 2,70 Euro. Aber es ist nur eine Einzelfahrt. Das heißt nur eine Hinfahrt nach Nürnberg, nicht zurück. So. Wenn man dann eine Streifenkarte kauft, nach Nürnberg liegt die bei 13 Euro. Und also für den Erwachsenen und eine Streifenkarte für Kind kostet 6,50. So, dann Preisstufe 4. Ist das für nach Nürnberg ist Preisstufe 4. Da gibt es nur Tagesticket plus. Und das Tagesticket plus, da kannst du einen ganzen Tag einen ganzen Tag durch ganz Erlangen fahren, durch ganz Nürnberg fahren, durch ganz Fürth fahren und durch ganz Forchheim fahren. Genau. Und auch nach Eschenau kannst du dann ausfahren. Also ist die Preisstufe 4 doch ziemlich hoch ausgegrenzt, natürlich, ganz klar. Gut. Die liegt ungefähr bei 13,60 Euro. Genau. Bei 13,60 Euro. Preisstufe, dann die Strecke nach Höchstadt-Aischnaus aufs Dorf, Höchstadt-Aisch. Da kostet eine Einzelfahrt 6,50 für Erwachsen, für Kind 3,30 Euro. Und das Tagesticket plus liegt bei 17,80 Euro für die Preisstufe 5. Die liegt dann dafür, die Preisstufe 5 ist, um nach Höchstadt-Aisch zu fahren. Und dann gibt es natürlich noch den VGN-Gesamtraum. Das heißt, da kann man im ganzen VGN-Verband rumfahren. Und VGN ist ja durch mehrere Städte, die ich euch auch gleich aufzählen werde. Denn ich habe darüber auch so einen VGN-Gemeinschaftsbuch. Da werde ich euch gleich draus was erzählen, wo man überall dann mit dieser Karte hinfahren kann. Die kostet dann 21,50 Euro. Und mit diesem Tagesticket Plus kann man den ganzen Tag, also einen ganzen Tag, und zwar im VGN-Gebiet unterwegs sein. Wenn man sich jetzt diese Karte an einem Samstag kauft, dann kann man diese Karte am Sonntag noch verwenden. Steht ja auch drauf, gültig am Kauftag oder am Wochenende. Am Wochenende dient dazu, also nicht Freitag auf Samstag, also Freitag kaufen, Samstag benutzen. Das dürft ihr nicht. Da gibt es den Haken. Das ist der Haken da dran. Man darf sie nicht am Freitag kaufen, am Samstag nochmal benutzen. Sondern wenn man jetzt am Samstag so ein Tagesticket Plus kauft, ne? Ob das Gesamtraum ist, Preisstufe 4 ist oder das Erlanger Tagesticket Plus kauft. Dann kannst du, wenn du die am Samstag kaufst, kannst du dieses Tagesticket den ganzen Sonntag noch benutzen. Genau, weil das ja im Prinzip das Wochenende ist. Das heißt, da hört die Woche auf. Also da dürft ihr diesen Fahrschein und zwar einen weiteren Tag noch benutzen. Und ich glaube, das ist doch ein faires Entgegenkommen von der VGN. So. Da habe ich euch ein bisschen da was drüber erzählt. So, dann habe ich mir heute überlegt, wir machen uns daraus noch etwas. Und zwar, das ist ja das Gesamtverbundgebietsbuch. Man sieht schon, also es sind sämtliche Seiten. Ich habe mich da schon durchgelesen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal sagen, also, wo man überall hinfahren kann mit dem VGN-Gesamtraum. Man kann losfahren, zum Beispiel, man kann also fahren und zwar in diese Städte. Also nur diese Städte können angefahren werden, und zwar von Erlangen und Nürnberg an. Ne? Also jeder, der wo Erlangen und Nürnberg wohnt, kann diese Städte anfahren. Und die Städte, wo ich gleich genannt habe, die dürfen dann auch nach Nürnberg und Erlangen fahren. Fangen wir an. Nürnberg, Lauf, Hersbruck, Amberg, Sulzbach-Rosenberg, dann Tannsüß, Erlangen, Fürth, Zirndorf, Rothenburg ob der Tauber, Bad Windsheim, Herzogenaurach, Neustadt-Aisch, Marktbreit, Kitzingen, Dettelbach, Höchstadt-Aisch, Forchheim, Pegnitz, Bamberg,
Haßfurt, Ebern, Schnee, Redwitz, Lichtenfels, Ramsental, Bayreuth, Heidenab, Göppmannsbühl, Warmensteinach, Bischofsgrün, Bad Berneck, Schwabach, Neumarkt, Parsberg, Allersberg, Roth, Ansbach, Schnelldorf, Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Weißenburg, Oettingen, Weilheim, Sollenhofen, Treuchtlingen, Gunzenhausen, Kinding, Dietfurt. Ja, das sind alles, was man anfahren kann. Und zu diesem Netz sind auch noch hier im Gesamtraum noch was dazugekommen. Und zwar kann man dann hier im Gesamtraum auch noch weiterfahren nach also Atzenhof, Obermichelbach, Siegelsdorf, Seukendorf, Kadolzburg, Bad Windsheim, Markt Elbach, Wilhelmsdorf, Langenzenn, Zürndorf, Unterasbach, Oberasbach, Stein, Amberg, Kümmersbrück, Lengenfeld, Engelsdorf, Hirschau, kann man anfahren. Dann kann man mit der Gesamtraum auch nach Bayreuth fahren, Bayreuth, in die Stadt Bayreuth. Bamberg kann angefahren werden, Schwabach kann angefahren werden. Dann zum Beispiel kann angefahren werden, jetzt muss ich selber nochmal gucken, wo wir es haben. Das sind nämlich echt 1000 Sachen. Haßfurt, Bad Staffelstein, Buch am Forst. Bad Berneck. Dann Pinsberg, Geiselwind, Schlüsselfeld, Betzenstein, Pegnitz, Blankenfels, Hollfeld, Siegelsdorf, Wicklesgreuth, Feucht, Lauf links der Pegnitz, Hersbruck links der Pegnitz, Hartmannshof, Roth, Hilpoltstein, Pleinfeld, Steinach, genau, und dann natürlich auch bis hierhin, also hier ist noch mehr, und zwar also dann hier Gunzenhausen ist noch mit drin, Donau-Ries, Kelheim, Bad Windsheim, Kitzingen, Bamberg, man kann sogar hochfahren bis nach Ebern und Haßfurt in die Haßberge, Lichtenfels, Bayreuth. Also, man kommt schon eigentlich ganz groß rum. So. Jetzt muss ich ja bloß gucken, weil irgendwo habe ich das gelesen für euch. Hier, Weißenburg kann man anfahren. Frankendorf kann man anfahren. Dann, gibt aber noch mehr. Das muss ich euch jetzt mal raussuchen. Hier zum Beispiel kann man zwar nach... Also Rot kann man fahren, Wiesentheid, Rödelsee, Kitzingen, Volkach, na, also ist einiges doch dabei. Zum Beispiel auch die Strecke, wie ich da auch schon mal gelesen habe. Hier Wassertrüdingen kann man fahren. Genau, man kann zwar bis nach Wassertrüdingen fahren. Ist ja auch ganz toll. Also kann ich echt nur empfehlen. Ist auch echt, echt ziemlich, ziemlich gut. Genau. Ich muss jetzt hier bloß mal für euch weiter gucken, dass ich euch jetzt keine Krämpf erzähle. Ja, genau, und jetzt wolltet ihr auch mal wissen, und zwar, also so viel dazu, da könnt ihr damit überall rumfahren. Wenn ihr wollt, dass ich mehr aus diesem Buch vorlese,
dann lasst einen netten Kommentar da und drückt den Daumen hoch, dann lese ich euch aus diesem Buch vor. Jetzt kommen wir natürlich zum Hauptkern, der Stadtverkehr in Erlangen. Also Erlangen hat im Stadtverkehr circa, jetzt haltet euch fest, Also insgesamt hat der Erlanger Stadtverkehr 19 Linien, 19 Stadtlinien hat Erlangen und hat davon insgesamt hat die Stadt Erlangen 5 Nachtliner, also Nachtlinien. 5 Nachtlinien, so viel mal zu Erlangen für den Stadtverkehr. So, dann haben wir... Was zu Erlangen dazugehört, die Fahnen für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Da hat Erlangen und zwar als Überlandbuslinien hat Erlangen circa 12 Überlandbuslinien. Also die fahren Überland. Genau. Die fahren dann also die ganzen Nebendörfer. Vom Landkreis Erlangen-Höchstadt und Landkreis Forchheim binden die dann mit Erlangen an. Genau. So viel dazu. Halt, vertan, es sind 20. Ich habe eine Fahrtnummer vergessen. Also sind es insgesamt 20 Überlandbuslinien, so viel ich jetzt ist richtig, wenn ich richtig informiert bin. Ich zähle sie jetzt halber für euch nochmal nach. Genau, also bin ich schon richtig klingen. Also so ungefähr an die 19 bis 20 Überlandbusse, Überlandlinien gibt es in Erlangen, weil ja auch mehrere und zwar mehr Möglichkeiten Überland fahren. Also genau, also ist Erlangen gar nicht einmal so klein, wenn man so viele Buslinien hat. Genau, so. Genau, das wäre es dann von Erlangen erstmal gewesen. So, in Erlangen möchte ich jetzt euch sagen, Erlangen hatte überall die Überlandlinien von Erlangen. Ist die Linie 199, Linie 200, Linie 201, Linie 202, Linie 202E, Linie 20203, Linie 203E, Linie 205, Linie 252, 253, 254, Linie 208, 209, 209E und 210. Na? Und dann natürlich zusammen die Überlandlinie 30 und 20. Genau. Ist ja auch eine Überlandfahrt, weil die Linie 20 und 30 machen eine Verbindung zwischen Nürnberg und Erlangen. Genau. So, habe ich euch genug erzählt für heute. Und zwar, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck verpassen. Und ich hoffe, es war für euch ein sehr interessantes Video. Und wenn ihr mehr von mir wissen wollt, schaut euch mein nächstes Video an. Und
Die nächsten Überraschungen für meine Abonnenten stehen schon vor der Tür. Bis bald, euer Leon Elektronik.